Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung Tele Blocher. Jetzt haben wir etwas geschafft, was wir noch nie geschafft haben. Wir sind in einem Werbespot von den Sozialdemokraten. Ja, gut. Haben Sie den gesehen? Ja, ja. Ich habe einen zugeschickt bekommen von verschiedenen Orten. Also sie sagen, wenn man noch Bilag würde gut heißen, was ja, wie wir schon ein paar Mal gesagt haben, nicht wird passieren. Eben die Umfrage bestätigt jetzt auch, ja. Die Alternative wäre es Tele Blocher. Und das ist ja schon ein Grund für mich, zum Ja stimmen. Ja, ja, das ist ja. Das nützt ja uns nur. Ich meine, jetzt sind ein Haufen aufmerksam geworden auf das Tele Blocher. Die gehen jetzt auch noch schauen. Ja, und es ist ja gleich irgendwie leicht absurd, dass wir beide, also das dritte da mit dem Claudio Ferrari, eigentlich Konkurrenz sind von der SRG, oder? Ja, das finde ich auch. Das ist also wirklich. Hätte ich nie gedacht, dass es mir so weit bringt. Wenn man denkt, die drei treffen sich jeden Freitag am Morgen, jetzt seit 10 Jahren, und ich rede da 20 Minuten, und das ist jetzt bereits eine Konkurrenz zu der SRG. Also die Fortsetzung von der SRG, wenn man ja, so anbietet. Die Fortsetzung von der SRG, sagen die von der Sozi. Sie haben also scheinbar keins, wo könnte ins Gepresche springen. Also, Sie müssen keine Angst haben. Höchstwahrscheinlich wird es nicht eintreten, dass wir die Fortsetzung sind von der SRG. Nein, nein. Ja, aber wir können nicht immer das Gleiche sagen, die Initiative wird abgelehnt, und zwar hoch, weil die Leute wollen doch nicht, dass wir das Fernsehen. Die haben ja Angst, es gibt ja kein Fernsehen mehr. Und auch wenn sie dagegen sind und finden, das ist eine Sauerei mit diesen Zwangsgebühren und dass man auch noch muss zahlen muss, wenn man gar nicht Fernsehen schaut. Und die Gebühren sind ja keine Gebühren mehr, sondern eine Steuer. Aber gerade auf Null wird es jetzt auch nicht gehen. Darum, wenn die abgelehnt wird, hört natürlich der Krieg nicht auf. Der wird der Missstand, der muss ja, sonst bleibt der Missstand immer bestehen. Aber es müsste dann auf vernünftigere Art und Weise gemacht werden. Also haben wir das Thema diskutiert. Heute Abend einen ganz grossen Auftritt für Sie. Zum 30. Mal treten Sie am Albis Gütli auf. Ja, wir haben jetzt den Albis Gütli-Tag. Das ist eine Tradition geworden. Und das ist jetzt das 30. Mal. Sie sind nie ausgefallen, oder? Nein, also es ist so, ich habe einmal nicht geredet. Das war, als ich im Bundesrat war. Und der Bundesrat Samuel Schmid, einer von uns, Bundespräsident war, der gesagt, ich komme schon reden, aber nur, wenn du nicht redest. Mhm. Dann habe ich gesagt, gut, heute rede ich jetzt einmal nicht, dann kann der Präsident reden. Das war das einzige Mal historisch, wo Sie sich am Samuel Schmid gefügt haben, oder? Ja, nein, als ich im Bundesrat war, habe ich natürlich wegen der Kollegialität und wegen der Konkordanz ein paar Mal mich müssen. Das habe ich ja dann gemacht. Ich habe voll meine Meinung vertreten, aber nach außen habe ich dazu gestanden. Also da kann man mir nichts vorwerfen. Aber es ist typisch für seinen Charakter gewesen, oder? Die Angst, wenn er so ist und so weiter. Aber das ist abgeschlossen. Das war auch nur ein halber SVP-Bundesrat. Den haben wir gar nicht wollen, ursprünglich. Das war ein paar Mal gewesen. Immer ausverkauft gewesen, vom Anfang an eigentlich? Nein. Also es ist ja so, es ist eigentlich die 31. Es gibt noch eine Nullnummer vorne. Mal einen Versuch haben wir gemacht. Und der ist auch abverheit. Inwiefern? Ja, da haben wir noch ein Dings gemacht, eine Selbstbedienung. Und natürlich so ein Saal, da ist alles ein bisschen umgestanden und ist auch nicht ganz voll gewesen. Und also, aber da haben Sie auch schon gekriegt, oder? Ja, habe ich auch gekriegt, okay. Aber das ist also, der zählt nicht. Und dann haben wir vom ersten weg haben gesagt, so, jetzt müssen wir ein anderes Konzept machen. Man ladet immer ein, einen Bundesrat. Und an der ersten war es der Adolf Vogel gewesen, oder? Und der hat dann keine Angst gehabt, zu reden, wenn ich auch rede. Mhm. Das war nicht ein Samuel Schmid gewesen, oder? Und dann, von dort weg, hat es eigentlich immer gegeben und war immer voll ausverkauft gewesen und immer mehr als ausverkauft. Also ist in einer kurzer Zeit ist es ausverkauft. Sie müssen 70 Franken zahlen. Am Anfang haben wir 50 gehabt und jetzt sind es 70. Das ist ja klar, in diesen 30 Jahren ist auch ein Tag teurer geworden. Und er ist immer selbsttragend. Also der Anlass ist immer selbsttragend. Es gibt dann noch eine Nacht in einer und Musik und so weiter. Also die Organisation ist nicht gratis. Und
jetzt wird sie aufgenommen, immer. Man kann es auf dem Internet, kann man die mündlich und die schriftliche Fassung lesen. Und das ist eine Rede, die eine grosse Bedeutung hat. Und eben auch das Konzept ist schön. Eine Partei ist eine Stellungnahme von der Partei, die ich mache. Und eine Stellungnahme vom, in der Regel, der Bundespräsident, wenn er den Mut hat, zu kommen. Der Berse kommt nicht, hat angeblich keine Zeit. Also eingeladen haben Sie ihn, oder? Eingeladen haben wir laden es immer ein. Mhm. Oder nicht, dass Sie sagen, ja, wir haben es nicht mehr. Ist gleich. Wer, es auch ist, der eine Stellungnahme. Sind eigentlich auch praktisch alle gekommen, oder? Beim Oderstich hat es, glaube ich, angefangen, 93. Da doch, steht er mit dem Messerstich Beim Stich war es so, weil er gesagt hat, wir müssen das Inserat, das haben wir den Linken und den Netten zu verdanken. Mit dem Messerstecher, da, oder? Ja. Der Ansporn war, weil eine, das war ja unglaublich, sind Alpo die Leute umgebracht worden. Zum Beispiel der untere Ivo Garat in Zürich, eine Frau verstochen worden. Und das haben wir dann gesagt, das ist dieser miserable Strafverfolgung und Verbrechensbekämpfung zustimmen. Und wem haben wir das verdanken? Den Linken und den Netten. Weil das sind nicht nur die Linken gewesen, die sind natürlich auch vorangegangen mit dieser Kuschelpolitik, aber die Bürgerlichen auch in ihren eigenen Reihen. Wir haben also mit Netten niemand bezeichnet, aber die Freisinnigen haben es gerade auf sich genommen. Also ihr habt gerade reflexartig gesagt. Reflexartig, das sagt gegen die Freisinnigen. Aha. Ja, bezeichnet ihr euch nicht. Und dann hat der Stich gesagt, also so einen Ginserat machen wir nicht. Ich komme nur, wenn ihr das nicht macht. Dann haben wir gesagt, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Und wenn halt der Bundespräsident nicht kommt, dann muss halt der oberste Chef vom Bundespräsident, und das ist das Schweizer Volk, der Bürger kommt. Dann haben wir drei reden lassen. Keiner von denen ist ein SVPler gsi. Da war der Staatsanwalt gsi, der Wetter, ein SPler, oder? Dann aus dem Appenzellerland Frau Koller, ganz gut haben die geredet. Und von den Jungfreisinnigen, der Gregor Rutz, der ja jetzt auch SVP ist. Und die drei haben so gut geredet, dass die Leute gesagt haben, wir wollen gar keinen Bundespräsidenten mehr in Zukunft. Dann habe ich gesagt, nein, das machen wir nicht. Der Bundespräsident soll reden und hat das letzte Wort. Jetzt da ist es ein bisschen anders. Wir sagen ja immer im Bundesrat, sie können sagen, wenn sie zuerst oder nachher reden, und sie sagen da mit Recht auch am Schluss, dann haben sie das letzte Wort und wir reden dann nicht mehr rein. Und sie können noch auf die Rede, die sie ja gehört haben von mir, auch noch Antwort geben. Oder jetzt der Cassis, der will zuerst reden. Ursprünglich hat er gesagt, er müsse eben früher weg. Das ist jetzt nicht der Fall, er kann jetzt bleiben bis am Schluss. Aber er hat jetzt gleich noch nicht mehr wollen umstellen. Also das ist eine Neuigkeit. Wegen dem Spruch, die Linken und Netten, das ist eigentlich aufgrund von einem Text oder Lied von Franz Hohler, oder? Sind ja, natürlich. Sind ja alle so nett, oder? Ja, das habe ich mal dem Franz Hohler gesagt, da hat er den Kopfschüler gesagt, das wüsste ich denke besser. Er hat das Lied. Sind ja alle so nett, oder? Sind alle so nett, Bernd. Das stimmt auch. Sind auch alle so nett. Aber eben, und das haben wir im Plakat gezeigt, wenn man halt nett ist, passiert halt eben das, dass der Verbrecher eine Frau aus Messer in den Kopf. Also der Franz Hohler war nicht so happy, oder? Nein, natürlich nicht. Er hat gesagt, ja, nein, aber sage eben, wenn sie es sagen, gibt es nicht, wenn wir es sagen. Dann gilt es, dass man ein schlechter Mensch ist. Aber Sie, nein, Sie dürfen sagen, sind alle so nett. Noch ein Wort zur Entstehung von dem Mythos im Albis Gütli oben. Das war ein Vorbild, das Sie hatten, ist der erste Mittwoch von Franz Josef Strauß. Kann man das so sagen? Kann sein. Das weiß ich nicht so sehr, was bei mir der Grund war. Aber plötzlich haben Sie die Idee gehabt, wir müssen das machen. Ich habe gesagt, wir müssen so Gesetzesgrundlagen und so, die wir vertreten, oder? Aber grundsätzliche Auseinandersetzung haben wir eigentlich zu wenig. Und Anfangsjahr sollte man doch herkommen. Und ich habe natürlich gelitten darunter, dass Parteien, das ist jetzt heute ein bisschen weniger, aber damals
überhaupt keine grundsätzliche Stellungnahme mehr abgeben. Überhaupt keine Stellungnahme abgeben. Allen ein bisschen Recht geben und so weiter. Herstehen und sagen, wo sind die Hauptprobleme und was müssen wir machen und was machen wir im nächsten Jahr. Aber auch fair sein. Nicht nur sagen, das ist jetzt unsere Meinung, sondern jetzt nehmen wir den Bundespräsidenten, der ja natürlich hier schon mehr oder weniger in der Opposition war. Wir müssen sehen, wir haben sie nachher, das ist vor, jetzt vor 30 Jahren und noch um 5 Jahre später ist der EWR gekommen, eine ganz grosse Auseinandersetzung. Also wo man hat, die Schweiz müssen abstimmen, ob man in die EU will oder nicht. Oder? Und das ist natürlich, ist der Bundespräsident immer auch ein bisschen natürlich von der anderen Seite. Eben Klasspolitik natürlich. Ja, ja, ja. Er hat gesagt, dort bin ich einverstanden mit euch und machen. Manchmal hat er auch einfach das Thema behandelt, ohne etwas zu sagen. Also kann jeder frei haben. Aber ist mal eine Beleidigung. Ich meine, ich war ein paar Mal und sie schiessen schon relativ hart, oder? Ich? Ja. Ja, also. Also der Satz vom Holler gilt für sie nicht immer in den Reden, oder? Es sind alle so nett. Ja. Oder sie sind so nett, wir oder? Nein, wir wollen ja nicht nett sein. Aber im Albis Gürtli ist noch nie, da meine ich, einer, der sie eingeladen hat, den Bundespräsidenten, hat nachher zu ihnen gesagt, also das ist jetzt ein bisschen zu hart gewesen, oder? Nein, aber innerlich schon gedacht. Also es kann nur einer kommen, der das mag. Es kann nur einer kommen, der politische Auseinandersetzung mag tragen. Und einer, der beleidigt ist, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, wer den Dampf nicht mag vertragen, muss nicht in die Küche. Also, da ist also einer, der das nicht mag vertragen. Und natürlich, in der EWR-Zeit haben wir natürlich enorm kämpfen für die Schweiz. Sie haben die Schweiz wollen aufgeben, da gibt es nichts zu wollen. Sie haben wollen sagen, wir gehen in die EWR, das war ein Kolonialvertrag, weil die EU hat bestimmt. Und die Schweizer Inbürger hätten nicht mehr dürfen bestimmen und ein Freundesgericht hat entschieden. Und das haben wir nicht zugelassen, da geht es um Grundsatz. Und das muss einer verleiden. Und heute sind wir ja wieder gleich weit. Heute sind wir noch schlimmer dran. Weil die haben ja das Ergebnis von mir, wer nein, nie akzeptiert. Sondern alles gemacht, um das Schweizer Volk auszubremsen. Zuerst ein bisschen leicht. Bilaterale Verträge, dort hat die Spitze der grösste EU-Turbotour, der Staatssekretär Kellenberger. Sie hat nicht bilaterale, zweiseitige Verträge gemacht, damit wir nicht in die EU müssen, sondern die haben es gemacht, damit wir später in der EU landet. Darum haben sie noch eine Guillotine-Klausel akzeptiert. Jetzt würde man sagen, das ist eine pragmatische Politik, oder? Was? Was der Bundesrat gemacht hat. Man hat natürlich auch pragmatisch im Volk gemacht. Das kann man schon. Das ist auch pragmatisch. Der, der auf der Bank eine Million Kraut kann sagen, das ist pragmatische Politik. Das ist pragmatisch, dass ich das Geld zu mir nehme. Ich habe ja keinen und der hat. Das ist alles pragmatisch begründet. Und so ist es immer weitergegangen, bis zur Masseneinwanderungsinitiative, die man nicht umgesetzt hat. Und dann sagt, das ist Inländer vorrangig leid. Die Zuwanderung geht weiter. Sie werden sehen, in 2 Jahren gibt es eine grosse Kalamität, weil, ich kann nicht sagen, in 2 Jahren einfach die Überhitzung von der Wirtschaft jetzt, die wird ja mal abgelöst durch Rezessionen. Jetzt sagen auch die Gegner von der Masseneinwanderungsinitiative, auch diese Woche haben sie ein Interview gegeben auf 20 Minuten. Sehr ein bemerkenswertes Interview. Da sagen wir ja gut, die Zuwanderung geht leicht zurück. Ja, natürlich. Aber es ist natürlich immer noch sehr hoch, oder? Ja. Wir haben voran, von 1971 bis 2007, wo also eine kontrollierte Zuwanderung ist, so wie man das Schweizer Volk jetzt abgestimmt hat mit der Masseneinwanderungsinitiative, haben wir nur 2 Jahre gehabt, wo über 40'000 sind. Nur 2 Jahre. Bei einem unglaublichen Wachstum und einer Überhitzung der Konjunktur haben wir es auch nicht gehabt. Und jetzt haben wir seit 2007 haben wir im Durchschnitt etwa 60'000. Und versprochen haben es 8'000 bis 10'000 im Maximum, eher 8'000 kommen. Und das Schweizer Volk hat das korrigiert. Man soll ja nicht sagen, ob sie wieder zurückkommen. Mit 30'000 ist ja klar, jetzt ist sie relativ schwach. Mal ein Jahr kann ja sein,
Aber die sind alle schon da, die da gekommen sind. Also die Bevölkerung in der Größe vom Kanton Watt, die sind da. Und die beziehen dann Sozialleistungen, wenn es dann darauf ankommt. Und jetzt kommen die Folgen von dem. Trotz einem guten Wirtschaftswachstum, das wir hatten, haben die Leute nichts davon. Die Leute, die merken das auch. Das Bruttosozialprodukt pro Kopf ist nicht gestiegen, sondern gleich geblieben oder gesunken. Und die Leute zahlen immer mehr Gebühren und Krankenkassenprämien und so weiter. Also geht es ihnen schlechter. Die Nivellierung haben wir schon bei Mehrwert gesagt. Wir haben sie gesagt bei der Zustimmung zum Freizügigkeitsabkommen. Und das Schweizer Volk hat jetzt anders entschieden. Und darum haben wir diese Woche, es ist ja eine Schande, dass wir das machen müssen, weil die Parlamentarier das Volk nicht mehr ernst nehmen. Das Gegenteil machen von dem, was das Volk gestimmt hat. Das Bundesgericht, wo einfach eine Kammer mit 5 Richtern, alles umkehrt und das internationale Recht. Ist das Thema heute Abend auch, oder? In der Rede? Eindeutig. Der Remisstand wird natürlich, wo? Wir haben einen Staatsstreich in der Schweiz. Nun merken es noch nicht alle. Regierung, Parlament und das Bundesgericht haben die Macht an sich gerissen, nämlich die Entmachtung des Bürgers und der Bürger, Abschaffung der direkten Demokratie. Das ist die Situation. Die wird natürlich überall beschönigt, pragmatisch dargestellt und so weiter. Und da müssen wir Gegensteuer geben und das werde ich heute Abend sagen. So, man hat irgendwie den Eindruck, wenn man die Rede jetzt auch ein verfolgt über die Jahre hinweg, sie werden eigentlich von Jahr zu Jahr noch härter, oder? Ja, härter. Kann man das sagen, oder? Tonalität? Ja, es ist natürlich, also so schlimm ist die Situation seit 1848 noch nie gewesen, dass... Also schlimmer wieder im 92, EWR. Ja, dort haben sie den Versuch gemacht. Ja. Ist ja so. Ich gebe, im 92 habe ich gesagt, ja, die EU hat man noch nicht, ist noch ein Projekt gewesen. Man hat gar noch nicht gewusst, wie das ist. Es sind natürlich auch andere Player gewesen. Also ja, der Einzige, der eigentlich immer geblieben ist, sind Sie, oder? Ja, ja, es hat schon noch. Also, ja, der von 92 spielt ja heute niemand mehr aktive Rolle. Ne? Nein, das stimmt. Ja, 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 ich auch nicht. Ich bin ja, gut, auch nicht mehr im Parlament. Aber, ja gut, heute Abend gehen Sie gleich über 1000 ja, Leute. Ja. Ja, ja. Aber es ist hier nicht gelungen, aber sie haben, ich kann auch sagen, sie haben gemeint, wenn wir nicht die gehen, dann verarmen die Schweiz. Und ich sage jetzt mal, das sind Fehlprognosen. Auch die Wirtschaftsverbände und Gewerkschaften und alle, die haben gesagt, ju, das war ja in der Geschichte immer so gewesen. Wir haben immer Leute gehabt, die Angst hatten, die Kleine von der Schweiz, die ist uns zu eng. Wir müssen halt raus. Und das war nach dem Fall von der Mauer gewesen, wo es gesagt hat, es gibt keine Grenzen mehr und so weiter. Das habe ich damals nicht der Bösartigkeit zugeschrieben. Aber was nachher noch ist, dort hat angefangen, der Volkswille nicht ernst zu nehmen. Sie haben gesagt, das Volk hat zwar entschieden, zwar 80% sind da drinnen, und zwar, sie haben immer gesagt, knapp, stimmt, 50,3% ist ja schwach, aber 2/3 der Kantone, die braucht es ja nämlich auch noch, von denen reden sie ja nie, weil sie natürlich auch wollen ausmerzen, da stemmen wir, ist ja klar. Und nachher haben sie bösartig in diesen 25 Jahren, bis jetzt, die letzten Jahre, das Volk entmachtet. Sie haben das Stimmrecht dem Volk weggenommen. Und der letzte Akt, der jetzt noch kommt, das wollen sie jetzt noch legalisieren, die Außerkraftsetzung der direkten Demokratie mit dem Rahmenabkommen. Und da können sie nicht einfach sagen, ja, jetzt müssen wir ein bisschen nett sein und ich bin jetzt auch ein bisschen älter, ein bisschen altersmilde, sondern das ist eine Situation, die ist ganz schlimm und die Folgen zeigen sich natürlich langsam und wir haben schon Folgen. Also, wie das Bundesgericht gesagt hat, das internationale Recht geht vor, hat das Obergericht von Zürich müssen entscheiden und gesagt, hört, wir können einen Verbrecher, der mehrmals rückfällig war, der zugeschlagen hat, der also gemeingefährlich ist, nicht nach Deutschland ausweisen, weil das Personenfreizügigkeitsabkommen verbietet das.
Und obwohl die Schweizer die Ausschaffungsinitiative gut geheissen hat, obwohl die Parlamentarier gesagt haben, können ganz sicher sein, jede Gemeinde gefährlich wird ausgewiesen, wenn die Durchsetzungsinitiative nicht annehmen, wir machen das, bleibt der da. Der bleibt da. Warum? Weil das Bundesgericht gesagt hat, das internationale Recht geht vor. Wir haben es ähnlich bei Schengen-Döblin. Letzte Woche ein Entscheid. Schengen-Döblin hat mir Schweizer Volk gesagt. Hören, das ist so. Wenn einer registriert ist in einem anderen, wird jeder registriert. Was ja auch nicht stimmt, aber man hat auch immer geschwindet, oder? Wenn einer registriert wird und nachher in die Schweiz kommt und man sieht, ah, der ist registriert worden, das sieht man auf der Datenbank, kann er wieder zurückgeschickt werden und das Land muss machen. Jetzt ist ein Iraker, ist jetzt, wo jetzt auf Italien ausgewiesen werden, weil er dort registriert ist, ist vor das Gericht. Das heisst, er sind ja immer Helfershelfer, da muss man nichts sagen. Flüchtlingsorganisationen und so weiter sind vor das Gericht. Und das Bundesverwaltungsgericht hat gesagt, ja, das geht nicht, den könnt ihr nicht ausweisen. Die haben auch ein Recht für eine Einsprache und ein Gerichtsverfahren, wie wollen wir die ausweisen. Das geht Jahre, bis dann der auf Italien kommt. Ja, da können wir nichts machen. Nach schweizerischem Recht wäre es so, aber Schengen-Döblin ist weiterentwickelt und dort heisst, man muss eben so eine Einsprache machen. Und wir haben das Personenfreizügigkeitsabkommen, haben wir über uns. Immer alles wird internationales Recht vorgeschoben. Und es wird kein einziges Land, das das macht. Deutschland zum Beispiel. Aus EU-Recht steht nicht über dem Recht von Deutschland. Deutschland kann jederzeit das abändern und dann gilt das. Und ich schäme mich, dass also Deutschland uns eine Lehre erteilen muss über Demokratie. Weil unsere da oben jetzt alle drei Staatsgewalten dem Volk Stimmrechte wegnehmen. Die Situation ist ernst. Das ist eine völlige Änderung der Staatsordnung. Und das geht eine Zeit, bis die Leute merken, aber die merken es dann schon. Und da müssen wir Massnahmen treffen und darum sage ich heute, was muss zu tun. Also, das ist heute Abend Albis Gütli-Rät. Sie haben noch kurz die Initiative angesprochen, die diese Woche angefangen hat mit Sammeln. Wir können die Begrenzungsinitiative, da muss man jetzt Gegensteuer geben, das ist die erste Aktion. Reden wir nächste Woche auch noch darüber, auch noch die Reaktionen natürlich auf die Rede heute Abend. Also, wie man merkt, sind sie glatten, oder? Ja, also glatten. Ich bin empört, wie viel, das, was da abläuft. Wie viele Varianten haben Sie geschrieben von dieser Rede? Ja, das ist jetzt die 19. 19. Und die wird heute noch im Verlauf, wir nehmen ja die Sendung am Morgen auf, nochmal abgeändert. Ja, heute Morgen macht noch den letzten Schliff, aber dann muss ich aufhören. Ich bin nicht zufrieden damit, da bin ich nie, aber es ist jetzt halt keine Zeit mehr zum Senden. Also, die letzte Fassung halt immer. Also, sind wir gespannt, wie das rauskommt. Heute Abend Albis Gütli-Rät, da war Tele Blocher. Nächste Woche ganz klar, wieder auf dem Kanal. Freut mich, wenn Sie dabei sind. Gute Zeit und bis bald.